Berlin. Steht nach unserer Überzeugung fest, es kann nicht mehr davon gesprochen werden, dass es in Deutschland eine millionenfache Datenerfassung gegeben hat. Denn es gibt eine klare Bestätigung der NSA, dass in Deutschland gerade diese Datenerfassung nicht stattgefunden hat. Es gibt den klaren Hinweis darauf, dass die von Herrn Snowden behaupteten millionenfachen Datenübertragungen, dass es sich dabei um die Daten handelt, die der BND im Rahmen der Auslandsaufklärung ermittelt. Und infolgedessen handelt es sich eben nicht um Daten deutscher Staatsangehöriger, vielmehr um Daten, die notwendig sind, gegebenenfalls Anschläge oder sonstige schwere Straftaten gegen deutsche Staatsangehörige im Ausland zu verhindern, gegebenenfalls auch gegenüber anderen Staatsangehörigen anderer Länder. Und infolgedessen sind wir als Union der Auffassung, es bedarf keiner weiteren Sondersitzungen mehr. Wir haben umfangreich und zufriedenstellend Auskunft bekommen. Die über 100 Fragen der Opposition werden, sofern sie nicht mündlich intensiv beantwortet wurden, dann auch noch schriftlich beantwortet. Ich will angesichts des Antrages heute Morgen den Kollegen Steinmeier dann noch zuzulassen zu dieser Sitzung darauf hinweisen, dass wir keinen Grund dafür gesehen haben und auch ein Stück weit überrascht sind über die Aufregung und über das Selbstverständnis des Kollegen Steinmeier, offensichtlich Beschuldigter in diesem Prozess zu sein. Das war er aus unserer Sicht nie. Er hat lediglich die Grundlage dafür geschaffen, dass der deutsche und der amerikanische Geheimdienst intensiv zum Schutz auch der deutschen Staatsangehörigen zusammenarbeiten. Und infolgedessen haben wir nie kritisiert, dass Herr Steinmeier eine Vereinbarung abgeschlossen hat im Jahre 2002 oder jedenfalls in seiner Zeit im Kanzleramt diese Vereinbarung abgeschlossen wurde. Wir haben lediglich kritisiert, dass seine Kollegen Oppermann, Gabriel und Steinbrück genau diese Zusammenarbeit offenkundig für falsch oder jedenfalls für übertrieben gehalten haben. Das war der Punkt, für uns zu sagen, Herr Steinmeier wird im Zweifel gut informiert über das, was besprochen wird. Dafür hat er ja mehrere Mitglieder aus seiner Fraktion auch Abgeordnete in diesem Gremium. Und die werden ihm auch zumindest über das, was hier besprochen wurde, intensiv Bericht erstatten. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen heute die Tagesordnung so abarbeiten, wie sie vorgesehen war, wie sie vereinbart war. Und das war eine gute Vereinbarung und es war eine gute Sitzung. Die Informationen waren umfangreich und ergeben letztlich das Ergebnis, dass wir sinnvollerweise mit anderen zusammenarbeiten, um deutsche Staatsangehörige zu schützen, aber dass es keinen millionenfachen grundrechtswidrigen Datenaustausch in Deutschland gegeben hat und schon gar nicht durch deutsche Sicherheitsbehörden. Wann und in welcher Form hat das gegeben? Da wird der Kanzleramtsminister sicherlich noch intensiv zu Stellung nehmen. Es gibt eine klare Stellungnahme der NSA. Es hat auch sehr intensive Beratungen und Gespräche gegeben. Auch das ist natürlich sinnvollerweise von der Bundesregierung so durchgeführt worden. Es bestand natürlich Anlass, intensiv Kontakt zu suchen. Und so wie es aussieht, gibt es auch Ergebnisse, was die Zukunft betrifft. Es besteht die Chance, da noch klarere Vereinbarungen zu treffen. Jedenfalls ist uns das heute mitgeteilt worden. Auch mit dem Zweck, die Sorgen und Ängste der Menschen im Blick auf den Datenschutz, mit Hinblick auf die Privatsphäre, auf den Schutz ihrer Privatsphäre, auch noch ernster zu nehmen. Selbst wenn da keine Verstöße stattgefunden haben, macht es Sinn, darüber nachzudenken, ist sowas europäisch noch vernünftig zu erweitern und abzuschließen? Gibt es die Chance, internationale Abkommen auch mit Blick auf den Datenschutz zu treffen? All das hat die Bundesregierung, wie ich finde, richtigerweise jetzt schon im Blick
Und wenn es darüber hinaus Abkommen geben sollte, auch gegebenenfalls mit befreundeten anderen Diensten und Sicherheitsbehörden, dann macht das noch umso mehr Sinn im Interesse des Datenschutzes auch in Deutschland. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen, meine Herren. Auf den Tisch kommt, dass derjenige, der die Vereinbarung unterzeichnet haben soll, antworte ich Ihnen gerne. Aussagen soll. Herr Steinmeier wollte dann aussagen. Was sagen Sie dann, dass mit den Stimmen der FDP auch diese Aussage abgelehnt worden ist? Meine Damen, meine Herren, das lückenhafte Erinnerungsvermögen von Frank-Walter Steinmeier hat noch den Bedarf, dass wir uns weiter auch um die Aufklärung gerade der Rechtsgrundlagen kümmern müssen. Die Vorbereitung der Geheimdienstkooperationen haben eben nicht, wie Herr Steinmeier noch gestern in den Tagesthemen erklärt hat, erst nach 9/11 stattgefunden, sondern bereits im Juli 2011. Hier gab es offensichtlich eine Gedächtnislücke von Frank-Walter Steinmeier. Die Rechtsgrundlagen auch hierfür sind noch nicht ausreichend geklärt. Deswegen halte ich es nach wie vor für richtig, dass Steinmeier auch hier noch sich vernünftigerweise erklärt. Und wir müssen aber auch zusätzlich, und das sieht die FDP-Bundestagsfraktion ebenso, dass wir zusehen sollten, hier weitere Erklärungen von ihm zu bekommen. Und wir müssen uns auch in die verschiedenen Fakten, die auch heute offenbar geworden sind, weiter einarbeiten. Dazu gehört beispielsweise gerade die Vereinbarung mit China und den Inhalt der Vereinbarung mit China. Dazu gehört aber auch beispielsweise, inwieweit Frank-Walter Steinmeier und auch die rot-grüne Bundesregierung damals im Zusammenhang der Vorbereitung des Afghanistan-Einsatzes hier weitere Vereinbarungen auch mit entsprechenden Staaten getroffen hat. Und insofern ist der Antrag, Frank-Walter Steinmeier ins Untersuchungsausschussgremium zu holen, Quatsch, ins parlamentarische Kontrollgremium zu holen, nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Die Aufklärung ist nach wie vor nötig. Interessant ist meines Erachtens aber vor allem eins. Offenbar geworden ist hier ein Streit innerhalb der Sozialdemokraten darüber, wie hier tatsächlich kommuniziert wird. Es gab offensichtlich zwischen dem Vorsitzenden Gabriel und Frank-Walter Steinmeier ein erhebliches Kommunikationsdesaster, dem auch der Vorsitzende Oppermann aufgelegen ist. Insofern, als dass offensichtlich die eine Hand der SPD nicht wusste, was die andere Hand sich tatsächlich vorgestellt hat. Und hinzu kommt, dass man feststellen durfte, dass in vielen Fällen hier im parlamentarischen Kontrollgremium die SPD gerade so isoliert war. Sie hatte auch mit Anträgen nicht automatisch Erfolg, sogar so weit, dass zum Teil Grüne und auch Linke sich daran enthalten haben, als es hier Vorstöße der SPD gab. Das zeigt nur sehr deutlich, dass die Sozialdemokraten sich nicht einig sind, dass die Sozialdemokraten sehr viel Schwierigkeiten haben, einen vernünftigen Kurs zu finden. Auch die Presseveröffentlichungen am Wochenende haben das sehr deutlich gemacht, dass die SPD auf der einen Seite Skandalisierung betreibt, auf der anderen Seite lieber eine sachliche Aufklärung betreibt. Die FDP-Fraktion ist sehr groß daran interessiert, sachlich weiter auch aufzuklären. Meine Damen und Herren, ich begrüße es ausdrücklich, dass die Bundesregierung gesagt hat, sie möchte sich mit den IT-Unternehmen sehr viel intensiver auseinandersetzen und auch dort Aufklärung betreiben, um hier auch zu sehen, was tatsächlich technisch möglich ist und welche technischen Voraussetzungen hier an der Stelle gegeben sind. Da sind wir schon sehr weit, weil einige der entsprechenden Fakten auf den Tisch gekommen sind. Weiter begrüße ich auch, dass die Bundesregierung inzwischen Verhandlungen aufnehmen wird mit den Vereinigten Staaten über ein Nachrichtendienstabkommen, in dem eine ganze Reihe von Maßnahmen geregelt werden sollen, insbesondere auch der Schutz der Daten der Bürgerinnen und Bürger im jeweiligen Staat. Diese Vereinbarung zwischen der NSA und dem BND soll jetzt mit konkreten Verhandlungen beginnen. Und das halte ich auch für einen wichtigen und guten Schritt, um hier auch für mehr Bürgerrechtsschutz bei den Bürgerinnen und Bürgern sorgen zu können, sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten. Mit sich selbst erklären. Also jetzt in Ihren Worten würden Sie sagen, also man stellt einen Antrag, stimmt dann dagegen. Also in Ihren Worten würde man doch sagen, da hat der Hartfried nicht gewusst, was der Wolf wollte. Also wir haben für uns gesagt, wir möchten genau wissen, wie die Rechtsgrundlagen tatsächlich sind. Wir wollen wissen, was 1999, 2000, 2001 tatsächlich an Rechtsgrundlagen vorhanden ist. Wir haben neue Fakten übers Wochenende bekommen im Hinblick auf China, im Hinblick auch auf das Engagement Deutschlands im Zusammenhang mit Vereinbarungen und des Engagements in Afghanistan. Diesen müssen wir erstmal nachgehen, um dann auch vernünftigerweise Frank-Walter Steinmeier entsprechend vernehmen zu können und dann auch die Informationen zu bekommen. Nach wie vor, der Antrag ist nicht abgelehnt, der Antrag ist nicht weg, sondern er ist nur aufgeschoben. Welche Kooperationsvereinbarung, können Sie das sagen, haben Sie denn heute zu Gesicht bekommen und können Sie darüber sprechen, was da drin stand?
Wir haben zitiert bekommen aus verschiedenen Vereinbarungen. Und da würde ich vorschlagen, dass Sie Herrn Pofalla selber direkt fragen sollten. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Das war eine arbeitsreiche Sitzung heute. Herr Pofalla hat dargelegt, wie nach dem 11. September begonnen haben die Verhandlungen schon vor dem 11. September 2001. Die Geheimdienstzusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA intensiviert worden ist. Es gab das Abkommen von 2002, an dem auch Frank-Walter Steinmeier mitgewirkt hat. Dieses Abkommen sollte die Zusammenarbeit der Dienste verbessern, sollte dazu beitragen, dass die schweren Verbrechen vom 11. September aufgeklärt und weitere Verbrechen dieser Art verhindert werden. Es ging um die Abwicklung von Bad Aibling, wo die Satellitenkommunikation von den Amerikanern überwacht wurde in Zeiten des Kalten Krieges. Die sollte jetzt in deutsche Hände übergehen. Dabei ist vereinbart worden, dass die Informationen und Daten aus der Auslandsaufklärung des BND mit den Amerikanern geteilt werden. Diese Vereinbarung war damals richtig und gut. Und ich sage, sie ist auch heute noch richtig. Denn wir brauchen eine funktionierende Zusammenarbeit der Nachrichtendienste, um solche Verbrechen zu verhindern. Und wenn sie nicht verhindert werden können, um sie dann möglichst schnell aufzuklären. Allerdings ist die Behauptung, die man auch vom Regierungssprecher gehört hat, Frank-Walter Steinmeier oder Rot-Grün habe sozusagen einer Ausforschung deutscher Staatsbürger durch amerikanische Dienste Tür und Tor geöffnet, komplett widerlegt worden. Diese Behauptung ist wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen. Ganz im Gegenteil, es ging zunächst allein um die Auslandsaufklärung, um deren Ergebnisse, die mit den Amerikanern geteilt werden soll. Und zweitens wurde in diesem Abkommen geregelt, dass die amerikanischen Dienste in Deutschland eindeutig deutsches Recht zu beachten haben und sich an deutsches Recht zu halten haben. Das ist geradezu eine vorbildliche, eine paradigmatische, eine mustergültige Vereinbarung, die wir jetzt auch heute brauchen, wenn es um den Vorwurf von Herrn Snowden geht, dass wir über Prism nach wie vor millionenfach in der deutschen Kommunikation ausgeforscht werden. Denn es gibt keine Vereinbarung, die den Amerikanern verbietet, von sich aus mit dem Programm Prism oder mit Instrumenten wie XKeyscore die deutsche Kommunikation auszuforschen. Und deshalb ist die Aussage des NSA, man halte sich an alle Abkommen, auch nicht viel wert. Ein solches Abkommen, das den Amerikanern die Ausforschung der deutschen Kommunikation verbietet, gibt es leider noch nicht. Und auch wenn der NSA jetzt erklärt, er unternimmt nichts, um deutsche Interessen zu schädigen, dann ist das eine Aussage, mit der ich noch nicht viel anfangen kann. Denn die Frage ist, was sind deutsche Interessen? Unsere Interessen sind jedenfalls, dass die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande respektiert werden, von unserem eigenen Staat, aber auch von den Staaten, mit denen wir befreundet sind. Das ist so viel zu Prism. Es gab ein Treffen der Präsidenten der deutschen Dienste und von Regierungsmitgliedern mit den amerikanischen Diensten. Da ist vereinbart worden, dass jetzt eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden soll. Diese Arbeitsgruppe will ein sogenanntes No-Spy-Abkommen verhandeln. Deutschland und die USA sollen sich nicht mehr gegenseitig ausspionieren. Für mich zeigt dieses Beispiel, dass der Druck auf die Bundesregierung aufrechterhalten werden muss. Zwar hätte ich es vor einem Jahr noch nicht für möglich gehalten, dass im deutsch-amerikanischen Verhältnis über ein No-Spy-Abkommen verhandelt werden muss, über ein Abkommen, wo man sich wechselseitig verpflichtet, sich nicht auszuspionieren. Für mich ist das gesichtswahrende
Zugeständnis der Amerikaner, dass offenkundig Ausspähungen europäischer oder auch deutscher Einrichtungen stattgefunden haben. Jedenfalls haben wir keine weiteren Erkenntnisse dazu. Ich finde, wenn ein solches Abkommen jetzt zwischen den Diensten verhandelt wird, dann kann das nicht von den Präsidenten der Geheimdienste verhandelt werden. Die können kein No-Spy-Abkommen verhandeln. Ich finde, das muss die Regierung selber in die Hand nehmen. Das ist eine hochpolitische Angelegenheit. Und wenn die Amerikaner bereit sind, sozusagen eine wirtschaftliche Ausspähung in Deutschland zu unterlassen und sich wechselseitig zu verpflichten, aber auch die Verletzung der nationalen Interessen ausschließen und ebenso eine gegenseitige Spionage, dann wäre das ein politisches Abkommen. Und ich sage, das ist nur möglich, weil in den USA inzwischen auch Präsident Obama erkannt hat, dass wir mehr Transparenz brauchen, jedenfalls zwischen Freunden und Partnern, was die Praxis der Geheimdienste angeht. Glasnost in Washington wirkt. Und wir werden hier in Deutschland den Druck auf die Bundesregierung aufrechterhalten. Das ist auch deshalb notwendig, weil wir immer noch nichts wissen über die Einzelheiten von PRISM. Wir wissen immer noch nicht, wie viele deutsche Bürger mit E-Mails oder Telefongesprächen ausgespäht werden, in welchem Umfang wir überwacht werden, was mit diesen Daten passiert. Ich finde, die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf zu wissen, was mit ihren Daten passiert. Jetzt gibt es ja die von der Regierung verbreitete Theorie, bei den 471 Millionen Ausforschungen pro Monat, die Edward Snowden behauptet hat, gehe es nicht um Kommunikation aus Deutschland, sondern gehe es um die Auslandsaufklärung, die der BND in Afghanistan, in Jemen oder in Nordafrika sammelt und an die Amerikaner weiterleitet. Dies bleibt eine Theorie. Der BND konnte heute nicht bestätigen, dass in diesem Umfang Informationen aus der Auslandsaufklärung an die Amerikaner weitergeleitet werden. Denn es stellte sich heraus, diese Datensätze werden nicht gezählt und nicht gemessen. Der BND weiß es nicht aus eigenem Wissen, sondern das ist die Behauptung der Vertreter des NSA, das sind wohl die Daten des BND. Aus eigenem Wissen konnte jedenfalls der BND so etwas heute nicht bestätigen. Ich muss sagen, ich weiß noch nicht, wie ich abschließend zu beurteilen habe, dass wir nicht wissen, wie viele Daten wir an die Amerikaner weiterleiten. Dieser Strom geht weiter. Wir sind für den Nachrichtenaustausch. Aber wir würden gerne auch wissen, wie viele Daten werden da tatsächlich weitergegeben. Solange das nicht geklärt ist, ist für mich auch nicht komplett widerlegt, dass wir Deutsche in welchem Umfang auch immer von amerikanischen Diensten ausgespäht und ausgeforscht werden. Wir wollen ein Sachverständigengutachten, in dem die Plausibilität der Annahme überprüft wird, dass diese 471 oder rund 500 Millionen Daten, von denen Ed Snowden gesprochen hat, auch tatsächlich aus der Aufklärung des BND stammen. Ja, so viel zu diesem Thema. Vielleicht noch eine Anmerkung zu den Mobilfunkdaten, die weitergegeben werden. Das Thema hat den BND, das PKGR schon öfter beschäftigt. Wir haben uns mit diesem Problem durchaus kritisch und differenziert, auch in der Vergangenheit auseinandergesetzt. Da habe ich jedenfalls im Augenblick keine Veranlassung, dem Bundesnachrichtendienst Vorwürfe zu machen. Es gab allerdings eine Kontroverse im Bundesnachrichtendienst, wo ein Mitarbeiter die Rechtsauffassung vertreten hat, die Weitergabe von Daten könne dagegen verstoßen, dass bei gezielten Tötungen Strafrecht oder Völkerrecht verletzt wird. Und die Rechtslage ist auch klar. Nach deutschem Recht ist die Teilnahme des BND an gezielten Tötungen außerhalb von bewaffneten Konflikten nicht möglich. Das würde gegen Völkerrecht und gegen Strafrecht verstoßen. Aber ich kann nicht erkennen, dass der BND solche Telefonnummern weitergibt, die eine präzise Aufenthaltsbestimmung
des Betroffenen ermöglichen und somit sozusagen als direkte Beihilfe für eine geplante, für eine gezielte Tötung benutzt werden können. Ich habe allerdings beantragt, dass der Mitarbeiter im Gremium gehört werden soll. Wir haben ja im Gesetz die Möglichkeit vorgesehen, dass Mitarbeiter der Dienste sich an das Gremium wenden können. Und wir hätten gerne diesen Mitarbeiter ermuntert, im Gremium über diese rechtliche Kontroverse innerhalb des BND auszusagen und uns dazu vorzutragen. Leider ist dieser Antrag abgelehnt worden. Da hat Herr Wolf recht. Dafür hat Herr Wolf seinen eigenen Antrag abgelehnt, nämlich Herrn Steinmeier zu vernehmen. Das war eine der, wie ich sagen, skurrilsten Geschäftsordnungsdebatten, die ich je gehört habe. Die FDP hatte beantragt, dass Frank-Walter Steinmeier im Gremium vortragen soll. Und damit, als wir ihn dann plötzlich angeboten haben, geriet die ganze Regie durcheinander. Und das zeigt mir doch, der durchsichtige Versuch, ihn für etwas haftbar zu machen, was aber er gar nicht zu vertreten hat. Vielen Dank. Haben Sie noch Fragen? Die Kanzlerin oder vielleicht Thomas de Maizière zu vernehmen im Gremium? Ich habe heute Frank-Walter Steinmeier als präsenten Zeugen angeboten. Die Koalition hat ihn nicht genommen. Er war in der Lage und bereit zu all den Behauptungen, die der Regierungssprecher in die Welt gesetzt hat. Und ich finde es schon bedenklich, wenn aus der Regierung heraus Abgeordnete angegriffen werden und persönlich angegriffen werden. Er sollte die Gelegenheit bekommen, sich die Vorwürfe anzuhören und direkt etwas dazu zu sagen. Und er hätte alle Fragen beantwortet im Gremium. Dies Angebot wurde abgelehnt. Man wollte gucken, wie man da taktisch noch mit umgeht. Im Augenblick ist das nicht opportun gewesen. Also kann das Aufklärungsinteresse in dieser Frage auch nicht so wirklich dringend sein bei der Koalition. Für weitere hochkarätige Zeugen sind wir selbstverständlich offen. Vielleicht bietet auch die Koalition noch die Kanzlerin als Zeugin an. Wir haben jetzt erstmal weiteren Aufklärungsbedarf in der Sache und den werden wir bei der Sitzung am nächsten Montag voranbringen. Ich schließe aber nicht aus, dass auch noch weitere prominente Zeugen kommen. Auch die Gelegenheit gehabt, Herrn Steinmeier schon früher anzubieten, dann hätte vielleicht auch die anderen Parteien Gelegenheit gehabt, also diese Vernehmung vorzubereiten. Ist das insgesamt ein Schauspiel, was dem Ernst der Lage hier würdig ist? Ja, also ich meine, wenn Frank-Walter Steinmeier angegriffen wird mit Behauptungen über Dokumente, die ihm nicht vorliegen, aber der Regierung sehr wohl vorliegen, wenn diese Dokumente häppchenweise veröffentlicht werden, ohne sie ganz zu präsentieren. Und auch heute sind sie nicht präsentiert worden. Aber wir haben beschlossen, einvernehmlich beschlossen, dass all diese Dokumente jetzt in der Geheimschutzstelle ausgelegt werden. Also wenn so vorgegangen wird, ist es doch absolut, ist es doch naheliegend, dass man sagt, das kläre ich sofort auf. Das kann ich sofort entkräften, was da behauptet wird. Dann aber diese Gelegenheit nicht zu geben, weil man hofft, man kann, wenn Steinmeier das jetzt nicht widerlegt, weiter mit diesen unbewiesenen Behauptungen arbeiten, ist für mich eine infame Strategie. Ich glaube, das darf eine Regierung nicht machen. Da überschreitet eine Regierung, ich weiß nicht, ob Herr Pofalla verantwortlich ist oder ob das nur der Regierungssprecher ist, damit überschreitet sie klar ihre von der Verfassung gesetzten Zuständigkeiten. Die Regierung hat nicht die Aufgabe, Abgeordnete des Parlaments oder der Opposition mit einzelnen selektiven Behauptungen, die angeblich aktengestützt sind, zu diffamieren. Das war ein grobes Foulspiel der Regierung. Und diesem Foulspiel hat die Koalitionsmehrheit heute ein zweites Foulspiel hinzugefügt, indem sie sich geweigert hat, Frank-Walter Steinmeier im Gremium anzuhören. Die Luft ist raus. Würden Sie dem Eindruck widersprechen? Gleich. Die Informationen durch die Bundesregierung sehen weiter als mangelhaft oder mehr, als Sie vielleicht erwartet hatten? Also wir sind heute im Wesentlichen informiert worden aus Gesprächen zwischen Vertretern der deutschen Dienste und Vertretern der amerikanischen Dienste. Und wir haben inzwischen ja, also was PRISM angeht, behauptet jetzt die NSA, es gebe keine flächendeckende Ausspähung. Aber natürlich wird auch gesagt, Rechtsgrundlage für PRISM ist die Auslandsaufklärung. Das heißt, die Amerikaner prüfen nur, ob
Inländer betroffen sind. Und wenn die nicht betroffen sind, gibt es keine rechtlichen Schranken für PRISM und für die Foreign Surveillance, wie die Amerikaner das nennen. Wir wissen deshalb immer noch nicht, in welchem Umfang die Amerikaner im Rahmen des Programms PRISM auch Deutsche ausspionieren. Sie sagen, es sei keine flächendeckende Ausspähung. Die Ziele der Ausspähung sind Iran, Proliferation und Terrorismus. Aber wie viele Menschen ausgespäht werden, um dann sozusagen am Ende mögliche Treffer zu erzielen, das wissen wir nicht. Das ist nach wie vor nicht aufgeklärt. Und deshalb ist die Bundeskanzlerin weiter gefordert, gegenüber der amerikanischen Seite die Glasnost, die Obama jetzt versprochen hat, auch weiterzutreiben und tatsächlich Auskunft darüber bekommen. Und ich sage nochmal, wenn wir ein No-Spy-Abkommen mit den USA kriegen, dann darf sich das nicht darin erschöpfen, dass nur die Amerikaner sich verpflichten, keine Regierungsstellen oder Einrichtungen der Europäischen Union auszuspionieren. Dann muss das auch den Schutz der Grundrechte beinhalten, den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen jedenfalls keine flächendeckende oder millionenfache Ausspähung der Deutschen durch befreundete Länder. Vielen Dank. Ja, in der ersten Dreiviertelstunde heute dachte ich, ich muss da was missverstanden haben, weil da ging es eigentlich nur darum, wird jetzt Herr Steinmeier befragt oder wird er nicht befragt? Ich bin die ganze letzte Woche immer mit der Frage konfrontiert worden, und das kam ja von der Union, das kam von der Bundesregierung, ob Franz Walter Steinmeier an allem schuld ist. Und es wurde auch immer gefordert, dass er vor dem Gremium, das heißt vor dem Deutschen Bundestag, sich dazu äußerst, möglichst bekennt. Und nun habe ich heute eine Dreiviertelstunde lang mir anhören müssen, dass er eigentlich hier gar nicht gebraucht wird und dass er gar nicht gewollt wird. Ich habe dann als Kompromissvorschlag vorgeschlagen, das doch so zu machen, weil das schien mir doch sehr sachdienlich, dass erst Herr Pofalla auch unter anderem zu dieser Urkunde Stellung nimmt, für die Herr Steinmeier die Verantwortung tragen soll, und dass dann ab 12 Uhr Herr Steinmeier die Gelegenheit bekommt, sich auch dazu zu äußern. Aber auch der Antrag ist abgelehnt worden, sodass ich jetzt nach Hause gehe, ohne klären zu können mit Herrn Franz-Walter Steinmeier, was war denn da damals und was habt ihr euch gedacht bei dem Abschluss dieser Vereinbarung. Das war schon mal enttäuschend. Anschließend hat die Bundesregierung, hat Herr Pofalla vor allen Dingen in einem sehr langen, ausführlichen Vortrag einiges klargestellt. Ich weiß allerdings immer noch nicht und habe da immer noch keine Antwort drauf, was denn nun eigentlich die US-Amerikaner über deutsche Bürgerinnen und Bürger aufgenommen, also abgesaugt, ausspioniert, gespeichert haben und was sie verarbeiten. Vor allen Dingen, wie lange diese Informationen, die sie da haben, wie lange die gespeichert bleiben. Ich habe heute gelernt, dass ganz offensichtlich ein solches Ausspähen stattgefunden hat, aber über den Umfang, über die Zahlen etwa, die Herr Snowden in die Welt gesetzt hat, darüber konnte keine Auskunft gegeben werden heute. Da bleibe ich also nach wie vor weiter unaufgeklärt. Über den zweiten Punkt, der immer wieder ins Feld geführt wird, nämlich, dass diese Daten eigentlich alle vom Bundesnachrichtendienst stammen, dass der Bundesnachrichtendienst Hunderte von Millionen von Informationen, von Kommunikationsverbindungen über und Daten darüber an die NSA weitergegeben hat, aufgefangen und weitergegeben hat. Darüber ist sehr lange, sehr intensiv gesprochen worden. Darüber haben wir auch eine sehr detaillierte Darstellung bekommen. Das müssen wir überprüfen jetzt anhand der Aufzeichnungen, die dazu noch hergestellt werden. Und wir müssen dann feststellen, kann das denn sein? Sicher scheint mir aber zu sein, dass diese Informationen des Bundesnachrichtendienst nicht die Informationen gewesen sein können, die von Herrn Snowden in den Berichten von Herrn Snowden genannt werden.
weil es handelt sich hierbei ganz offensichtlich nicht um Informationen über deutsche Bürgerinnen und Bürger, auch nicht über Informationen mit Deutschlandbezug, sondern es handelt sich hierbei ausschließlich um Informationen über den Auslandsverkehr, die der Bundesnachrichtendienst aufgreift. Das heißt, auch da kommt keine schlüssige Erklärung hinsichtlich der Daten, die Herr Snowden uns geliefert hat. Deshalb ist noch lange nicht alles aufgeklärt. Wir haben jetzt einige Aufträge vergeben, unter anderem, dass wir die Unterlagen, die Vereinbarung und andere Dokumente einsehen können im Geheimschutzraum oder auch direkt bei uns im Büro und dass wir eine schlüssige Darstellung vom Bundesnachrichtendienst bekommen. Zum letzten Punkt, nämlich inwieweit sind Daten, die der Bundesnachrichtendienst an die US-Behörden weitergibt, inwieweit sind diese Daten, vor allen Dingen, weil es sich um Daten des Handyverkehrs handelt, also einzelne Handydaten, inwieweit sind die tatsächlich oder möglicherweise genutzt oder missbraucht worden, um mit Drohnen und Raketen von Drohnen Menschen in Afghanistan oder sonst wo in der Welt zu töten. Diese Frage wird vom Bundesnachrichtendienst verneint. Es wird nicht verneint, dass Informationen gegeben werden, sondern es wird verneint, dass die dazu benutzt werden. Da wird als erstes darauf Bezug genommen, dass die US-Amerikaner in Afghanistan versichern, dass sie diese Daten dafür nicht gebrauchen. Ich habe erhebliche Zweifel, ob man das glauben kann, weil die Bundesregierung selbst mir auf eine Anfrage mitgeteilt hat, sie könne überhaupt nichts ausschließen, zu was diese Daten dann anschließend tatsächlich gebraucht werden. Und ich habe einen weiteren Grund, daran zu zweifeln, weil auch heute, ich darf ja keine Einzelheiten hier nennen, vielleicht erfahren Sie das gleich von dem Vertreter der Bundesregierung, der darf das sagen, ich darf das nicht sagen. Jedenfalls habe ich heute in dieser Sitzung keine Sicherheit dazu bekommen, dass diese Daten nicht in einer solchen Weise gebraucht werden, um Menschen mit Drohnen zu töten. Es wird da ein Unterschied gemacht, zu was die Daten konkret gebraucht werden können und zu was nicht. Mich hat das nicht überzeugt. Deshalb werde ich, was ich schon angekündigt habe, das weiterverfolgen, dass ich aus Afghanistan Informationen, möglichst Zeugenaussagen, versuchen werde zu beschaffen, aus denen sich ergibt, dass Menschen allein deshalb, weil sie ein bestimmtes Handy bei sich getragen haben, mit im Fahrzeug gehabt haben, die gar nichts mit Taliban oder Terrorismus zu tun hatten, nur ein solches Handy hatten, dass sie per Drohne getötet worden sind, weil offensichtlich die Signale, die dieses Handy abgibt, dazu geführt haben, dass dieses Fahrzeug nicht nur geortet, sondern auch beschossen und in die Luft gesprengt worden ist. Also auch da ist weiterer Aufklärungsbedarf da. Wir werden uns jedenfalls voraussichtlich am 19. in einer Woche hier wiedersehen. Die Bundesregierung hat uns heute darüber informiert, dass sie durch die NSA darüber informiert wurde, dass angeblich in Deutschland keine Spionage durch die NSA stattfindet. Sie hat nicht ausschließen können, dass nicht trotzdem flächendeckend Kommunikation der Deutschen, insbesondere im elektronischen Bereich, überwacht wird. Denn sie kann keine Aussagen darüber machen, inwieweit auf den Unterseekabeln, inwieweit auf den Servern amerikanischer Unternehmen wie Microsoft, Yahoo, Google oder Facebook diese Daten auch gezielt von Deutschen abgegriffen werden. Und insofern bleibt für mich nach wie vor offen, ob der Vorwurf, dass Deutsche massenhaft ausgespäht werden, nicht doch seinen Grund hat. Wir haben darüber hinaus die Aussage bekommen, dass man davon ausgeht, dass die NSA selbst diese Aussage halten kann, dass sie auf deutschem Boden nichts macht. Eine ausdrückliche Bestätigung, ob das auch für Unternehmen, die für die NSA arbeiten, gilt, habe ich heute nicht bekommen. Das heißt, für mich ist weiter die Frage, ob dieses auch tatsächlich für die von der NSA beauftragten oder mit der NSA kooperierenden Unternehmen gilt oder nicht.
Wir haben darüber hinaus heute erfahren, dass die Bundesregierung der Auffassung ist, sehr intensiv an der Aufklärung aller Vorwürfe gearbeitet zu haben. Und dabei werden dann sehr, sehr viele einzelne Schritte aufgezählt. Dazu muss man sagen, dass allein die Tatsache, dass sich jemand trifft und allein die Tatsache, dass es Gesprächsrunden gegeben hat, natürlich noch nichts darüber aussagen, wie die Qualität dieser Gesprächsrunden oder dieser Informationsaustausche gewesen ist. Das ist nach wie vor mein Problem. Ich habe viele offene Fragen und hoffe weiterhin auf Beantwortung, was Details der ganzen Vorwürfe betrifft. Aus meiner Sicht ist klar, dass in einem zweiten Punkt wir feststellen müssen, dass die Zusammenarbeit der Deutschen mit anderen dazu führt, dass wir zu erheblichen rechtlichen Problemen kommen. Das betrifft zum einen den massenhaften Austausch der Daten. Die 471 Millionen Datensätze, die allein im Dezember 2012 von Deutschland in die USA gegangen sein sollen, sind Daten des BND. Ich finde es erschreckend, also nach Aussage des BND sind es Daten des BND. Ich finde es erschreckend, dass das nicht genau gesagt werden kann, weil nicht genau Protokoll geführt wird darüber, wie viele Daten erhoben werden. Vielleicht wird es in der Zukunft dazu kommen, dass der BND seine Auslandsaufklärung tatsächlich genau misst, um hier Klarheit zu haben, um zu wissen, wie viele Datensätze tatsächlich pro Monat durch den Auslandsnachrichtendienst erhoben werden. Und das sind dann Daten, die nicht von deutschen Staatsbürgern sind. Was dann aber auch deutlich macht, dass der BND selbstverständlich mit daran beteiligt ist, weltweit Telekommunikation in großem Umfang abzuhören. Das ist die Aufgabe von Nachrichtendiensten. Die Mehrheit des Deutschen Bundestages und der hier vertretenen Parteien findet das richtig. Die Linke findet es nicht richtig, dass flächendeckend weltweit Telekommunikation überwacht wird. Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang ist natürlich die Frage des Umgangs mit den Handydaten. Das ist tatsächlich ein Thema, das oft im PKGR diskutiert worden ist. Und es ist eine grundsätzliche Frage, die man für sich beantworten muss. Möchte man, dass Handydaten weitergegeben werden, dann kann man nicht ausschließen, dass sie durch andere auch dazu verwendet werden, gezielte Tötungen durchzuführen oder andere Maßnahmen, die mit dem deutschen Recht unvereinbar sind, durchzuführen. Hier muss klar sein, dass es sich nicht ausschließen lässt, dass sowas auf der Grundlage auch deutscher Daten passiert. Was uns heute bestätigt worden ist, ist, dass es keine unmittelbare Zusammenarbeit in diesem Falle gibt und dass immer wieder auf die deutschen Bedingungen verwiesen wird. Aber es ist ausdrücklich auch nicht ausgeschlossen worden, dass auch deutsche Informationen mittelbar dazu hilfreich gewesen sein könnten. Ich denke, dass die Sitzung heute deutlich gemacht hat, dass es nach wie vor viele offene Fragen gibt und dass die Kontrolle von Geheimdiensten tatsächlich ein eher schwieriger Fall ist, denn die Bundesregierung hat heute versucht, die Fragen, die sie selbst aus eigener Verantwortung beantworten kann, zu beantworten. Aber es ist auch immer wieder klar geworden, dass natürlich über das, was andere bei uns im Land machen, keine Erkenntnisse zu erlangen sind, weil da lassen sich die anderen natürlich auch nicht in die Karten schauen. Ein weiterer Grund für uns zu sagen, dass man generell über die Existenz von Geheimdiensten nochmal nachdenken sollte, denn sie schränken die persönliche Freiheit von Menschen ein. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, jetzt hat jede Fraktion hier einmal Stellung genommen und Sie haben wohl es alles verfolgen können. Tatsächlich haben diese Herrschaften alle an der gleichen Sitzung teilgenommen. Über 6 Stunden hier saß das PKG zusammen und als Gast der amtierende Kanzleramtsminister Ronald Pofalla, den wir jetzt hier erwarten. Er möchte sich hier gleich auch noch äußern in einer längeren Stellungnahme. Und Sie haben es ja gerade von Christian Ströble schon gehört, das eine oder andere kann wohl nur der Kanzleramtsminister sagen. Vor allen Dingen interessiert uns natürlich auch der Streit am Rande, der hier eine wichtige Rolle spielte, über Frank-Walter Steinmeier, der ja überraschend von der SPD heute angeboten war als Zeuge. Er war damals Kanzleramtsminister im Jahre 2002, als eine Vereinbarung zwischen BND und NSA gefasst wurde. Da wissen wir jetzt etwas mehr, dass es sich da um den Standort Bad Aiblingen handelt. Da hat man dann hinterher zusammengearbeitet. Inwieweit die Zusammenarbeit auch zum Beispiel gemeinsame Datensätze umfasste, das ist noch nicht klar geworden. Vielleicht wird das der amtierende Kanzleramtsminister noch einmal aufklären. Aber dieser Fall Frank-Walter Steinmeier, dieses Ping-Pong aus der letzten Woche, wer hat denn nun eigentlich Schuld, hat hier heute auch eine wichtige Rolle gespielt. Eigentlich hat es mit der Sache ganz wenig zu tun, denn das ist natürlich in großen Teils dem Wahlkampf geschuldet.
geschuldet, dass man selbstverständlich hier die Verantwortlichkeit bei der jeweils anderen Seite sucht. Und nun also Ronald Pofalla, der heute hier seit 10 Uhr Rede und Antwort gestanden hat und jetzt noch einmal vor der Presse sprechen wird. Auch alle recht herzlich willkommen. Wir hatten aus meiner Sicht eine informative und gute Sitzung. Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, die NSA und der britische Nachrichtendienst haben erklärt, dass sie sich in Deutschland an deutsches Recht halten. Der BND und der Verfassungsschutz ebenfalls. Und durch die professionelle Zusammenarbeit aller Dienste wurden und werden Anschläge auf deutsche und amerikanische Soldaten in Afghanistan im beachtlichen Umfang verhindert. Bevor ich zu den Punkten im Einzelnen komme, möchte ich um Ihr Verständnis bitten. Die Arbeit unserer Nachrichtendienste, und das liegt in der Natur der Sache, muss in Teilen geheim bleiben. Sonst können unsere Dienste ihre Arbeit, die einen wichtigen Beitrag zu unserer Sicherheit leisten, nicht erfüllen. Es geht hier ganz konkret um das Leben unserer Soldatinnen und Soldaten oder auch um laufende Entführungsfälle. Ich kann daher hier heute öffentlich nicht jedes Detail darlegen, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich im parlamentarischen Kontrollgremium zu allen gestellten Fragen, zu allen Details Auskunft gegeben habe. Ich komme jetzt zu den Ergebnissen. Ende Juli und Anfang August, zum Teil übrigens heute genau vor einer Woche, haben verschiedene hochrangige Gespräche in London und in Washington stattgefunden. Und diese Gespräche haben zusätzliche Klarheit gebracht, über die ich Sie gleich hinsichtlich der Erkenntnisse, die wir heute feststellen können, informieren möchte. Nun zu den wichtigsten Ergebnissen im Einzelnen. Erstens, die NSA hat uns schriftlich versichert, dass sie Recht und Gesetz in Deutschland einhält. Ich zitiere aus einem NSA-Papier, das uns zu den Gesprächen in Washington übermittelt worden ist. Zitat: Die NSA hält sich an alle Abkommen, die mit der deutschen Bundesregierung, vertreten durch die deutschen Nachrichtendienste, geschlossen wurden und hat sich auch in der Vergangenheit stets daran gehalten. Zitat Ende. Bereits in einem Memorandum of Agreement zwischen der NSA und dem BND vom 28. April 2002 hat die NSA versichert, und ich muss wieder zitieren, Zitat, die NSA erklärt ihr Einverständnis, sich an die deutschen Gesetze und Bestimmungen zu halten, die die Durchführung von Fernmelde- und elektronischer Aufklärung und Bearbeitung in Deutschland regeln, Zitat Ende. Und am 23. Juli diesen Jahres hat uns die NSA schriftlich zugesagt, Zitat, die NSA unternimmt nichts, um deutsche Interessen zu schädigen, Zitat Ende. Das bedeutet, unsere zentrale Forderung, dass auf deutschem Boden deutsches Recht eingehalten werden muss, wird demnach durch die NSA erfüllt. Das haben wir jetzt nicht nur mündlich, sondern auch noch einmal schriftlich bestätigt bekommen. Zweitens, auch der britische Nachrichtendienst hat uns mündlich wie schriftlich versichert, sich an Recht und Gesetz in Deutschland zu halten. Ich zitiere aus einem Schreiben des britischen Nachrichtendienstes, das uns übermittelt wurde, Zitat: Unsere Arbeit unterliegt jederzeit den gesetzlichen Vorschriften beider Länder, Zitat Ende. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang, dieses Schreiben
ist vom britischen Außenminister persönlich autorisiert. Drittens, ich betone noch einmal, selbstverständlich halten sich auch unsere Nachrichtendienste an Recht und Gesetz. Mit anderen Worten, der amerikanische, der britische und die deutschen Nachrichtendienste bestätigen, sie haben in Deutschland geltendes Recht eingehalten. Viertens, auch die in Deutschland relevanten Internetknotenpunktbetreiber und Verbindungsnetzbetreiber haben gegenüber der Bundesnetzagentur am vergangenen Freitag erneut bekräftigt, dass sie die Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes in Deutschland einhalten. Dies umfasst insbesondere auch die Vorschriften zum Schutz der Daten unserer Bürgerinnen und Bürger. Das Fernmeldegeheimnis wird dementsprechend von den Unternehmen gewahrt. Fünftens. Die Nachrichtendienste der USA, also der NSA und Großbritanniens, haben uns zugesagt, dass es keine flächendeckende Datenauswertung deutscher Bürger gibt. Die Daten, über die in den letzten Wochen teilweise hitzig diskutiert worden ist, stammen also nicht aus der Aufklärung der NSA oder des britischen Nachrichtendienstes. Sie stammen aus der Auslandsaufklärung des BND. Diese Daten erhebt der BND im Rahmen seiner Gesetze und leitet sie auch auf der Grundlage des Abkommens vom 28. April 2002 an die NSA weiter. Deutsche Daten, um es noch mal klar zu sagen, deutsche Daten werden dabei vorher in einem mehrstufigen Verfahren herausgefiltert. Zudem werden die gewonnenen Daten des BND durch einen eigenen G10-Beauftragten, der die Befähigung zum Richteramt hat, kontrolliert. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird. Sechstens. Was es gibt, ist eine Zusammenarbeit und eine Auswertung von Daten in ganz konkreten Einzelfällen, die unserer Sicherheit dienen und die unsere Sicherheit betreffen. Über den noch immer entführten Deutschen habe ich Ihnen vor 2,5 Wochen bereits berichtet. In diesem Zusammenhang, mit diesem Entführungsfall, sind zum Schutz des entführten Deutschen im Jahre 2012 gemäß § 7a des G10-Gesetzes 2 Datensätze des BNDs rechtmäßig an die NSA weitergeleitet worden. Siebtens. Durch die Übermittlung von Auslandsdaten des BND an unsere amerikanischen Partner werden nach Angaben der NSA pro Woche 3 bis 4 IED-Anschläge auf die Truppen in Afghanistan abgewendet. Achtens. Durch die eigene Analyse der bei der Auslandsaufklärung durch den BND gewonnenen Daten sind seit dem Januar 2011 insgesamt 19 Anschläge gegen deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan verhindert worden. Ich sage Ihnen hier deshalb, unsere Nachrichtendienste leisten gute Arbeit zum Schutz der deutschen und der amerikanischen Soldatinnen und Soldaten. Neuntens. Die Bundesregierung hat die sogenannten 68er-Vereinbarungen, die noch aus der Zeit des Kalten Krieges stammen
und den USA, Großbritannien und Frankreich Sonderrechte bei der Kommunikationsüberwachung eingeräumt haben, zwischenzeitlich im Einvernehmen mit unseren Partnern aufgehoben. Zehntens. Das Kontrollgremium ist seit 1998 bis zu Beginn der aktuellen Berichterstattung im Juni diesen Jahres bereits 27 Mal über Fragen der Zusammenarbeit mit den USA, Datentransfer oder Bad Aibling informiert worden. Selbstverständlich wird das Kontrollgremium auch weiterhin über den weiteren Prozess zeitnah und umfassend informiert. Ich habe deshalb das Kontrollgremium eingeladen, sich genau wie im Jahre 2000 ein Bild vor Ort in Bad Aibling zu machen. Wir wollen Transparenz gegenüber dem Deutschen Bundestag. Elftens, die entscheidende Grundlage. Neben dem BND-Gesetz und dem Verfassungsschutzgesetz für die enge Zusammenarbeit zwischen dem BND und der NSA ist im Jahr 2002 unter dem damaligen Chef des Kanzleramtes, Herrn Steinmeier, geschlossen worden. Am 28. April 2002 wurde in einem Memorandum of Agreement detailliert festgelegt, dass zwischen dem BND und der NSA Daten ausgetauscht sowie Programme und Methoden zur Erfassung entwickelt werden sollen. Unterzeichnet worden ist dieses Dokument vom damaligen Chef der NSA Hayden und dem damaligen BND-Chef Präsident Hanning. Die Grundsatzentscheidung, dass ein solches Memorandum of Agreement abgeschlossen werden soll, hat Herr Steinmeier bereits am 24. Juli 2001, also sogar noch vor den Anschlägen des 11. September, getroffen. Das geht zweifelsfrei aus den Akten des Kanzleramtes und des BNDs hervor. Ich sage hier sehr deutlich, damit keine Missverständnisse aufkommen: Ich halte dieses Memorandum of Agreement für richtig und ich ergänze, auch für erfolgreich, wenn ich an die 3 bis 4 vereitelten Anschläge auf Soldatinnen und Soldaten pro Woche und die 19 verhinderten Anschläge gegen deutsche Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan seit 2011 denke. Und um es noch klarer zu machen, damit keine Missverständnisse aufkommen: Ich hätte die Entscheidung, ein solches Memorandum of Agreement zu erarbeiten, genauso getroffen, wie es Herr Steinmeier getan hat. Nur Kritik daran, dass die heutige Bundesregierung auf der Grundlage der deutschen Gesetze und des Abkommens aus 2002 handelt, weise ich entschieden zurück. Zwölftens. Aus aktuellem Anlass möchte ich auch etwas zur Übermittlung von Mobilfunknummern durch den BND an Partnerdienste sagen. Über dieses Thema ist im Kontrollgremium übrigens in den vergangenen Jahren immer wieder gesprochen worden. Und ich weise da deshalb darauf hin, weil man ja manchmal an Wochenenden den Eindruck hat, als ob unter dem Vorwand neuer Erkenntnisse Debatten, die vor 2 oder 3 Jahren hier im parlamentarischen Kontrollgremium übrigens über Stunden bereits verhandelt worden sind, nun erneut öffentlich diskutiert werden. Die Datenweitergabe erfolgt auf der Grundlage des BND-Gesetzes. Die Übermittlungspraxis erfolgt seit 2003, 2004. Und die Experten der Sicherheitsbehörden des Bundes haben versichert, dass GSM-Mobilfunknummern für eine zielgenaue Lokalisierung nicht geeignet sind. 13.
Welche weiteren Schritte unternimmt die Bundesregierung? Erstens, die Bundesregierung treibt in der EU die Arbeiten an einer Datenschutzverordnung mit Nachdruck voran. Zweitens, die US-Seite hat uns den Abschluss eines No-Spy-Abkommens angeboten. Ich habe deshalb den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes gebeten, dieses Angebot aufzugreifen und noch in diesem Monat mit den Verhandlungen zwischen dem BND und der NSA zu beginnen. BND-Präsident Schindler hat dazu bereits am vergangenen Freitag den Chef der NSA, General Alexander, angeschrieben. Und ich will dieses Angebot der Amerikaner aus meiner Sicht auch an einer Stelle interpretieren. Dieses Angebot könnte uns niemals gemacht werden, wenn die Aussagen der Amerikaner, sich in Deutschland an Recht und Gesetz zu halten, nicht tatsächlich zutreffen wird. Und deshalb glaube ich, dass wir hier übrigens bei der Zusammenarbeit der Dienste die einmalige Chance haben, einen Standard zu setzen, der mindestens unter den westlichen Diensten stilbildend sein könnte für die zukünftige Arbeit. Drittens, haben die Forderungen aus dem Parlament die Kontrollrechte des parlamentarischen Kontrollgremiums gegenüber den Nachrichtendiensten zu erweitern, meine volle Sympathie. Ich würde es daher begrüßen, wenn der neue Bundestag hierzu fraktionsübergreifend eine Initiative startet, weil ich der festen Überzeugung bin, dass aus einer wirksamen Kontrolle eines Gremiums, wie immer es heißt, das aber dem Deutschen Bundestag zugeordnet wird, am Ende auch eine stärkere und ich füge sogar hinzu, eine neue Legitimation unserer Dienste erfolgen kann. Und aus den 4 Jahren meiner Arbeit, und da will ich ganz klar Stellung beziehen, aus den 4 Jahren meiner Arbeit weiß ich, welche Sicherheit über unsere Dienste in Deutschland und welche Sicherheit über unsere Dienste beispielsweise in Afghanistan nicht nur für deutsche Soldatinnen und Soldaten, sondern auch für amerikanische und für andere Verbündete entsteht. Und deshalb fasse ich zusammen. Recht und Gesetz werden in Deutschland nach Angaben der NSA und des britischen Nachrichtendienstes eingehalten. Die Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger in Deutschland werden gewahrt. Selbstverständlich handeln auch unsere Nachrichtendienste nach Recht und Gesetz. Und dabei haben sie viele Anschläge, darauf bin ich eingegangen, gegen deutsche und amerikanische Soldaten verhindert. Abschließend möchte ich betonen, es geht bei der Zusammenarbeit der Nachrichtendienste um das vitale, grundlegende Interesse unseres Landes. Unsere Nachrichtendienste arbeiten hart, um die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten zu gewährleisten und das Leben der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu schützen und in vielen Fällen, wo es um Entführungen geht, wichtige zentrale Dienste zur Sicherheit der Entführten zu leisten. Unsere Nachrichtendienste leisten rechtsstaatlich korrekte und gute Arbeit. Diese Erkenntnis sollte uns einen bei allen Auseinandersetzungen, die ein Wahlkampf mit sich bringt. Ich für meinen Teil kann Ihnen versichern, werde meinen Beitrag dazu leisten. Herzlichen Dank. Ich würde ganz kurz sagen, worin das nur aus Bayern kommt. Wiedersehen. Ich habe ganz kurz.
Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt eine ganze Menge nach über 6 Stunden Ausschuss. Fangen wir mal mit dem Kanzleramtsminister an, Ronald Pofalla, der hier keine Fragen zugelassen hat. Etwas überraschend, nachdem er ja über 20 Minuten hier unsere Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber die ein oder andere Frage hätte man ihm dann doch noch gerne gestellt. Er hat jedenfalls noch einmal klar gemacht, dass es keine flächendeckende Ausspähung hier in Deutschland von deutschen Daten gibt, von ausländischen Geheimdiensten wie zum Beispiel der NSA. Diese habe das versichert, genauso wie der britische Geheimdienst. Die Union glaubt natürlich ihrem Minister. Bei der SPD bleiben da erhebliche Zweifel. Und Sie haben es gehört, Grüne und Linke wollen das so nicht stehen lassen. Ja, und auch bei der Frage der Handyortung, der BND gibt zwar zu, dass er gelegentlich Telefonnummern weitergibt, aber da gibt es technisch erhebliche Schwierigkeiten, diese Weitergabe dann in Verbindung zu setzen zu Drohnenangriffen, so sagt der Kanzleramtsminister. Insofern ist das auch unproblematisch. An dieser Stelle hat Thomas Oppermann hier für die SPD gesagt, das scheint mittlerweile plausibel. Er glaube auch nicht mehr, dass man das dem BND vorwerfen kann, dass man direkt an Tötungen beteiligt ist. Das dürfte der BND übrigens nach deutschem Grundgesetz ja auch gar nicht. Dennoch sagt Thomas Oppermann, da gab es im BND eine Auseinandersetzung mit einem Referatsleiter und den würde man doch gerne hier noch einmal vor dem Gremium hören, wie überhaupt Thomas Oppermann sagte. Natürlich gibt es nächste Woche eine Sitzung. Es geht weiter um die Sachaufklärung. Interessant vielleicht, dass die Opposition heute Abend zunächst nicht mehr davon sprach, zum Beispiel die Bundeskanzlerin oder Thomas de Maizière, der ja der Nachfolger als Kanzleramtsminister war, von Frank-Walter Steinmeier hier zu laden. Ja, und dann der Komplex Frank-Walter Steinmeier. Da war auch im Vorfeld ja viel Geplänkel. Sie erinnern sich, dass die Union auf einmal auf die SPD zeigte und sagte, naja, die SPD hat ja die Grundlagen gelegt, dass die NSA und der BND hier einen massiven Datenaustausch durchführen können. Das ist in der Tat so gewesen. Ronald Pofalla hat es gerade noch einmal bestätigt. Dieses Abkommen vom 28. April 2002, damals war der Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier und Ronald Pofalla hat gesagt, das ist ein gutes Abkommen. Ich hätte dieses Abkommen auch unterzeichnet. In diesem Abkommen, Bad Aiblingen-Abkommen, wird eben gesagt, dass Daten ausgetauscht werden und gemeinsame Programme entwickelt werden sollen für mehr Effizienz. Und interessanterweise hat Ronald Pofalla hier noch einmal kundgetan, dass so ein Memorandum of Agreement, wie es heißt, dass dieses Memorandum of Agreement vom Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier schon im Juli 2001, also vor den Anschlägen vom 11. September 2001 angedacht worden sei. Eine engere Kooperation zwischen den Geheimdiensten hielt Frank-Walter Steinmeier damals schon für notwendig. Das hatte ja im Vorfeld große Auseinandersetzungen gegeben. Frank-Walter Steinmeier fühlte sich angegriffen. Überraschend hat die SPD heute Morgen angeboten, den heutigen Fraktionschef, damaligen Kanzleramtsminister, hier vor dem Ausschuss aussagen zu lassen. Er wollte das nicht auf sich sitzen lassen, dass er eigentlich schuld sei für ein flächendeckendes Abschöpfen von Daten. Wir haben jetzt gehört, wahrscheinlich hat es das gar nicht gegeben. Auf jeden Fall fühlte er sich brüskiert und ging hier dann, nachdem die Mehrheit, nämlich der Koalition, auch die Stimmen der FDP überraschenderweise, zwei Leute der FDP sitzen ja hier im Gremium und auch die haben gesagt, nee, wir wollen den heute gar nicht hören. Dabei hatte man vorher von Seiten der FDP vor allen Dingen gefordert, in jedem Fall Frank-Walter Steinmeier hier vor dem Gremium zu hören. Also es wurde jedenfalls heute Morgen abgelehnt, ihn zu hören. Wahrscheinlich wollte man den Auftritt von Ronald Pofalla nicht stören. Interessant noch, dass die SPD gefordert hat, Steinmeier zu hören. Und die Linken und Grünen haben sich in dieser Frage enthalten. Frank-Walter Steinmeier jedenfalls ging danach hier vor die Presse und wir wollen Ihnen noch einmal Ausschnitte davon zeigen. Seit Tagen versuchen Union und FDP den Eindruck zu erwecken, als sei mein Auftritt hier vor dem parlamentarischen Kontrollgremium unvermeidlich und unausweichlich. Ich habe mich heute anerboten, schnellstmöglich zur Aufklärung beizutragen, so gut ich das kann. Und sobald dieser Vorschlag auf dem Tisch liegt, haben Union und FDP heute ganz offensichtlich mit ihrer Mehrheit eine Anhörung abgelehnt. Das finde ich ungeheuerlich, weil seit Tagen, und Sie alle sind Zeugen davon, mit Lügen und Vertuschungen der Eindruck erweckt wird, als habe die flächendeckende und lückenlose Kontrolle durch ausländische Geheimdienste irgendetwas zu tun mit Entscheidungen einer früheren Bundesregierung, einer Bundesregierung, in der auch ich Verantwortung getragen habe. Das aufzuklären wäre heute die Möglichkeit gewesen. Die Tatsache, dass das abgelehnt wird, zeigt mir,
dass es der Merkel-Regierung keineswegs um die Aufklärung von Vorwürfen geht, sondern schlicht und einfach darum geht, die Flucht aus der Verantwortung auch mit Verweisungen auf frühere Bundesregierungen zu versuchen. Ich sage voraus, das wird nicht gelingen, weil hier zwei Sachverhalte miteinander vermischt werden, die nun mal nichts miteinander zu tun haben. Das eine ist die massenhafte Abschöpfung privater Daten, die in PRISM und Tempora-Programmen der Amerikaner und Engländer ganz offensichtlich stattgefunden hat. Und das andere ist die geordnete Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden auf Grundlage eines Gesetzes. Zwei unterschiedliche Sachverhalte, die von der Bundesregierung absichtsvoll vermengt worden sind, um von eigenen Fehlleistungen abzulenken. Tatsächlich sind alle Fragen, die sich auf das Kernproblem beziehen, meine Damen und Herren, wie, auf welche Weise, an welchen Orten, mit welchen Mitteln sind Daten auch deutscher Staatsbürger abgeschöpft worden? Alle diese Fragen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig offen. Das ist aber die Verantwortung der gegenwärtigen Bundesregierung, diese Fragen zu beantworten. Ich kann nicht erkennen, dass zur Aufklärung dazu Entscheidendes beigetragen worden wäre. Im Gegenteil, statt sozusagen die Suchscheinwerfer einzuschalten, werden von der Merkel-Regierung Nebelkerzen geworfen. Und das ist die Verweigerung von Aufklärung. Und das ist nicht verantwortliches Regieren, wie ich es kenne. Meine Anhörung, mein Auftreten hier vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium ist heute verweigert worden. Ich schließe daraus, dass die auch persönlichen Diffamierungen, die in den letzten Tagen gegen meine Person stattgefunden haben, dass die fortgesetzt werden sollen, und ziehe meine Schlüsse daraus. Verantwortung in der Regierung sieht anders aus, meine Damen und Herren. Ob Sie möglicherweise bei der nächsten Sitzung dann die Gelegenheit bekommen? Das kann ich jetzt von mir aus nicht beurteilen. Ich war nicht in der Sitzung. Es sind jedenfalls verschiedene Vorschläge gemacht worden, wie ich nicht nur heute am frühen Morgen, sondern im Verlauf des Tages dort Gelegenheit habe, zur Aufklärung beizutragen. Beides ist abgelehnt worden. Ich weiß nicht, ob bei einer möglicherweise nächsten Sitzung das Parlamentarische Kontrollgremium, die Mehrheit, noch mal darauf zurückkommen wird. Bis zur nächsten Sitzung jedenfalls besteht dann Zeit. Ich bin weiterhin bereit, dort aufzutreten, gehe aber davon aus, wenn das einen zeitlichen Vorlauf hat, dass es dann auch eine Sitzung sein wird, in der Frau Merkel und Herr de Maizière angehört werden. Ja, das war also Frank-Walter Steinmeier heute Morgen, nachdem er hier nicht vor dem PKG auftreten durfte. Und da kam es wieder so ein bisschen durch. Vieles ist natürlich auch dem Wahlkampf geschuldet. Und Frank-Walter Steinmeier fühlt sich doch ziemlich persönlich angegriffen durch die Behauptungen der Koalition der vergangenen Woche, dass überhaupt erst sein Abkommen von 2002 die enge Zusammenarbeit mit der NSA und dem BND ermöglicht habe. Dieses übrigens hat der jetzt amtierende Kanzleramtsminister ganz klar bestätigt. Er hat gesagt, er selber als Kanzleramtsminister hätte so ein Abkommen auch unterzeichnet. Und dieses Bad Aiblingen-Abkommen, ich will es mal so nennen, sieht eben vor einen engen Datenaustausch zwischen BND und NSA und das BND-Gesetz und das Verfassungsschutzgesetz sowie dieses Bad Aiblingen-Abkommen, das sagt Ronald Pofalla. Das sind die rechtlichen Voraussetzungen für die enge Zusammenarbeit zwischen NSA und BND. Und man muss noch einmal sagen, dieser O-Ton von heute Morgen, da waren die ein oder andere Unterstellung noch mal drin, ausgeräumt werden konnte, das hier im Ausschuss nicht gänzlich. Jedenfalls von Seiten der Koalition, auch von Seiten des Kanzleramtsministers, ist hier noch einmal versichert worden. Die NSA, der englische Geheimdienst, alle haben schriftlich versichert, dass die Rechte deutscher Staatsbürger hier in Deutschland gewahrt bleiben. Und die Daten, die Herr Snowden, diese fast 500.000 Datensätze angesprochen hat, die sind nicht erhoben worden von ausländischen Geheimdiensten, sondern vom BND, ganz normal im Rahmen der Aufklärung im Ausland. Das ist die Aufgabe des BND, und dadurch seien auch zahlreiche Anschläge auf deutsche Soldaten in Afghanistan verhindert worden. Nicht nur Christian Ströbele hat hier einige Zweifel geäußert. Also insofern ist da noch einiger Fragebedarf offen.
Gerd-Joachim von Verloor, eine Abschlussfrage sozusagen. Während des Statements von Oppermann hat ein journalistischer Kollege dazwischen gerufen, haben Sie den Eindruck, die Luft ist raus. Wie beurteilt das der journalistische Beobachter? Ja, es ist ja eine ganz wichtige Sache. Wird das Grundgesetz in diesem sensiblen Bereich eingehalten von den verschiedenen Beteiligten? Das ist die Aufgabe der Bundesregierung, dies zu kontrollieren. Da gab es in den letzten Wochen im aufgeregten Blätterwald, aber auch im anstehenden Wahlkampf natürlich die ein oder andere Aussage, die für viel Erregungspotenzial sorgte. Und es ist gar nicht so einfach, das Ganze wieder etwas runterzubringen auf die Sachaufklärung. Und ehrlich gesagt, wer heute hier die beiden Seiten gehört hat, muss immer noch Zweifel hegen, welche Interpretation denn richtig ist. Denn das kennen wir natürlich von Ausschüssen, die Geheimtagen, wo man nicht selber dabei sein kann. Hinterher hat jede Seite ihre eigenen Interpretationen. Jedenfalls scheint es tatsächlich gesichert zu sein, dass diese 500.000 Datensätze nicht in Deutschland erhoben wurden. Also kein flächendeckendes Abschöpfen deutscher Daten hier stattfindet. Das wäre auch laut Grundgesetz gar nicht gedeckt. Und das kann man, glaube ich, der amtierenden Bundesregierung auch trotz Wahlkampf nicht so einfach unterstellen. Dieser Punkt scheint mir ausgeräumt zu sein. Die andere Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Man muss ganz klar sagen, dieses parlamentarische Kontrollgremium hier, der Spektakel, was hier in den letzten Wochen waren, hat auch dieses Kontrollgremium beschädigt. Auch die Effizienz dieses Gremiums muss man bezweifeln. Das sind 11 Abgeordnete. Es ist alles bisher so geheim gewesen, dass sie noch niemals Mitarbeiter haben, die ihnen helfen können, diese schwierige Materie sich einzuarbeiten, Dokumente zu kontrollieren. Und ob das auf Dauer der richtige Weg ist, hier so eine schwierige Materie zu kontrollieren, das darf doch stark bezweifelt werden. Also da muss klar eine Reform her. Und die andere Frage ist, nächsten Montag wird es noch einmal eine Sitzung geben. Der Vorsitzende Thomas Oppermann von der SPD hat gesagt, es geht weiter um Sachaufklärung. Ich bezweifle nicht, dass man innerhalb dieser Woche erneut mit den Spielchen anfängt. Beiß ich deinen Kanzleramtsminister, beißt du meinen. Und dann wird wieder die Forderung in den Raum treten. Frank-Walter Steinmeier wird gerne kommen. Die Bundeskanzlerin soll kommen, vielleicht auch Thomas de Maizière. Jedenfalls von Seiten der Union hieß es, Sie seien jetzt mit der Aufklärung zufrieden und bräuchten eigentlich gar keine Sitzung mehr. Gerd-Joachim von Verloor, herzlichen Dank für die Berichterstattung und die Einschätzung.